Hi Leute und damit herzlich willkommen zu Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben mit dem Mod die Rückkehr. Ja, eigentlich habe ich euch ja versprochen, dass ich euch gleich den Startbildschirm einblende. Da hat sich allerdings nicht viel getan, weil ich habe mir gedacht, komm, so viel Zeug ist das gar nicht, was ich habe. Wir machen das kurz gemeinsam, weil das ist epischer, wenn ich die ganzen Sachen schluck. Und naja, ich sag mal so, also wenn ich das alles einfach einwerfe und ihr seht da nur ein paar lieblose Zahlen, ist das doch gar nicht so spannend. Ich würde sagen, wir haben das Zeug alles zusammen gesammelt, dann werden wir auch das zusammen schnell saufen, das ist nämlich viel besser. Und dann fangen wir an, wir fangen mal mit der Geschicklichkeit an. Mal gucken, wie viel Geschick wir sammeln können. Okay, das war jetzt nicht sonderlich viel, wir sind jetzt auf 178, aber hier bekommen wir nochmal was. Ja, 3 Stärke, 3 Geschick, 3 Mana. Ich würde sagen, wir machen Mana auch mal gleich direkt hoch. Erstmal 3 und jetzt 13 Stück mal 5, das sind glaube 65 Mana. Ja, 65. Wird sich das jemals ändern? Schön runter damit. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ich hätte das anders gemacht. Ja, ein kleines bisschen dauert das jetzt schon, aber nicht so übel. Die Äpfel habe ich schon alle weggehauen, da waren glaube ich nochmal 2 Stärke drin, so als ein 5er noch. Damit sind wir jetzt bei 341 Mana. Das heißt, wenn wir jetzt den vierten Kreis noch lernen, können wir auf jeden Fall... Wo war denn diese tolle Rune? Nee, das war sie nicht. Wo war die denn nochmal? Aber wir hatten doch irgendwo eine Rune, die noch so viel... Ich hab mir das schon gedacht. So viel gemacht hat. War das... Nee, die war es nicht. Das kann ich nicht. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Ich glaube nicht, dass ich da noch was... irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch. Auf jeden Fall, wir hatten, glaube ich, noch eine Rune, wo wir auch so Haufen Schaden hatten. Oder die kommt wahrscheinlich noch. Egal, wie auch immer. So, damit wäre der Mana zu Ende. Jetzt machen wir noch ein bisschen... Jetzt hat er da vorher... Okay, ah, ich glaube, Leute, ich habe, glaube ich, was falsch gemacht. Ich habe den falschen Spielstand geladen. Muss mal kurz prüfen. Ja. Ich bin natürlich ein... Vollidiot. Ich habe nämlich hier schon alles vorbereitet gehabt auf den Quicksave. Ich weiß gar nicht, warum ich das auf Quicksave gemacht habe und dann nicht abgespeichert habe. Na, guck mal an, hier habe ich's. Ja, okay. Ja, diesmal habe ich schon zu viel vorgearbeitet sozusagen. Ich habe das schon so weit fertig gemacht, dass ich selber nicht gedacht hätte, ich hätte so weit fertig gemacht. Wie auch immer, das ist jetzt der aktuelle Spielstand. Tut mir leid nochmal. Hier habe ich schon alles fertig. Hier habe ich auch schon hier unsere Balsam des Sehens gemacht mit 5 maximal Mana dazu. Machen wir das einfach schnell nochmal. Hat sich ja noch nicht viel getan eigentlich. So schnell die 13 Stück hier hinterher. Und da sieht man auch schon, da sind es nämlich 22 Stärketränke. Und das ist schon einiges. Das sind 66 Stärke, die wir jetzt gleich nochmal bekommen. Und das dürfte dann auf jeden Fall reichen, um die Orks fertig zu machen. So, gucken wir nochmal schnell. Okay, 181 Geschick, 341 Mana, so wie vorhin. Und jetzt hauen wir noch die ganzen Stärke-Sachen hinten rein. So, 3, 6, 9, 12... Ja, die Dreierreihe, die sollte euch ja noch bekannt sein aus der Schule. Das brauche ich jetzt wahrscheinlich nicht weiter zu sagen hier. Das ist Pillepalle eigentlich. So. Dann diese orkischen Tränke, mit denen können wir leider nichts anfangen. Das wäre für einen Kämpfer vielleicht interessant, obwohl da auch schon 10 Mana draufgehen, nur um, glaube ich, 3 Stärke und Geschick zu bekommen. Das lohnt eigentlich wirklich gar nicht. Und in 1.1 wurden die Werte nochmal gesenkt bzw. erhöht. Da verliert man dann 20 Mana auf 2 geschenkte Geschick- und Stärke-Attribute. Das ist sehr, sehr wenig. So, und jetzt auch nochmal hier. 235 Stärke haben wir jetzt. Und 341 Mana. Jetzt machen wir das Mana noch ein bisschen höher. Das ist allerdings die große Animation. Da brauchen wir jetzt ein bisschen dafür. Lalala. Gucken, ob es auch funktioniert. Ja, funktioniert. So, bei den Dunkelpilzen, wie gesagt, da will ich noch auf jeden Fall warten, bis wir diese 1000 Pilze-Marke durchschlagen. Das ist nämlich sehr schön anzusehen. Und ich bin mal gespannt, wann wir unser 100.000. Goldstück haben. Das wäre auch nochmal so ein Ding.
Ich als kleiner Zahlenfreak hier, ich brauche das einfach so. Ja, und dann gucken wir mal, wie wir hier fertig sind. Wenn wir noch ein bisschen durch die Lande ziehen und ein paar Viecher abmetzeln. Und dann gehen wir aber auch wirklich ins vierte Kapitel, dass wir mal wieder ein bisschen weiterkommen. Aber eigentlich machen wir da, ja, wir machen das mit Dings noch fertig. Die Sache mit Nigel, mit der Mördergilde, das kriegen wir alles noch zu Ende kurz im dritten Kapitel. So, da war der Stärkepunkt. Das heißt, wir haben schon eine Suppe gehabt vorher. So, Teglas Eintopf auch gleich hinterher. Okay, die Goblinbären, die lasse ich mal noch. Eine Sonnen... Oh, eine Sonnenaloe könnten wir noch zu Sagitta schaffen. So, und jetzt natürlich hier auch schön noch die Steintafeln runter. Ja, muss auch sein. Da dürfen wir jetzt eigentlich schon, ja, knapp auf 270, 280 Stärke kommen, glaube ich. Oder sogar noch mehr. Wir kriegen ja hier allein schon 18 dazu, durch die drei 6er Steintafeln. Okay, im Moment fällt mir jetzt nichts mehr ein, außer natürlich die Goblin... Bären. Oh, boah, die kommen wir echt auch reinhauen. Komm. Falls wir uns nochmal permanente Tränke machen, machen wir uns auf jeden Fall Mana-Tränke, würde ich sagen. Das Geschick, das ist sinnlos eigentlich. Brauchen wir nicht. Wir können eh jetzt jeden ausrauben, den wir wollen. Das ist jetzt nicht so wichtig. Ja, dann haben wir eigentlich echt alles reingehauen, oder? Ich sehe jetzt gerade nichts mehr. So vom groben Durchschauen. Unsere Widerstände haben sich zwar nicht erhöht, also unsere Rüstungswerte, aber das macht nichts. Ja, das scheint es gewesen zu sein erstmal. Okay, dann Statistiken jetzt. 270 Stärke, 207 Geschick, 376 Mana und 1970 Lebenspunkte jetzt. Ja, das ist ganz gut. Gefällt mir. Okay, nachdem wir jetzt fast 8 Minuten verschwendet haben durch diese Aktion, geht's auch langsam mal los. Ah, natürlich genau wieder bei Nacht erwischt. Gucken, ob ich das Fell dabei habe oder ob ich das wirklich weggetan habe. Ich bin schon wieder ziemlich, ich weiß es gerade nicht, ob ich das überhaupt habe. Natürlich wäre es natürlich praktisch, das jetzt kurz zu haben. Eigentlich wollte ich das Fell nur wegtun, um halt zu sagen, ja, man heilt sich mal kurz im Kampf mal, weil das ist echt eigentlich blöd, das würde ich nicht machen. Aber so gerade die Nacht zu überbrücken schnell, ist es einfach gut. Wahrscheinlich müssen wir uns kurz zweimal wieder hinlegen, weil es wahrscheinlich nicht klappt. Ja, genau, wir müssen das immer... Das ist noch so ein kleiner Bug, das wird aber auch nicht mehr weggehen wahrscheinlich. Weil für diese Version wahrscheinlich kein Patch mehr kommen wird. Weil die ja gerade dabei sind, wahrscheinlich 1.1 und... Ja, 1.1 zu übersetzen. So, wir pennen wieder bis 4 Uhr, die göttliche Uhrzeit. Okay, Sachen verkauft habe ich ja glaube auch noch letztes Mal. Das heißt, wir sind wieder komplett leer. Dann können wir jetzt eigentlich mal losgehen. Das speichere ich noch einmal schnapp. Und dann teleportieren wir uns zu Xardas, wie heißt der, zerfallene Turm da? Alten Dämonenturm. Oh, das sind Suchende. Hier können wir auch gleich mal testen, wie stark wir sind. Also ein Suchender, der fällt jetzt mit 3 Schlägen um. Ist zwar jetzt noch nicht so sonderlich toll, da werden wir wahrscheinlich oben beim Großbauen immer noch Probleme bekommen mit den Viechern. Aber wir müssen das jetzt nicht jetzt sofort erledigen. Wir können ja warten, bis wir vielleicht mal eine bessere Rune bekommen. Oder wir schauen nochmal bei den Hütern vorbei und gucken. Wir haben ja da, glaube ich, Wasser gewählt. Da ist nichts. Vielleicht können wir da schon irgendwie was mit Eis machen, so einfrieren oder irgendwas. Ich weiß es echt nicht, da müssen wir mal schauen jetzt gleich. Ach. Ich glaube, hier war ich noch gar nicht. Das heißt, die ganzen Kapitel 3 Suchende sind hier noch.
Die können wir mal alle beseitigen. Aber wir können mal testen, natürlich, wie gut wir mit dem Bogen sind. Und ich sehe gerade nicht so gut. Das heißt, wir lassen das besser mal. Ja, man kann auch schon mit 5 Suchenden Probleme bekommen hier. Ich würde es zwar noch nicht Probleme nennen gerade, aber so ab 10 Suchenden wird es, glaube ich, schon schwer. Weil die halt nichts zu holen. Skelette casten ohne da Ende. Ist nichts zu holen. Nichts Ach, zu plündern. Einer fehlt noch, aber egal. Nichts zu holen. Und unter anderem sind das ja bei Großbauern sind es ja mindestens 20 Suchende. Da steigt natürlich die Chance, dass die casten ins Exponentielle hoch. Das ist ja nicht schön. Das geht da echt ziemlich böse ab. Und hier erwarten sie einen auch schon auf der Treppe. So, dein Gold hole ich mir. Wir wollen ja die 100.000 noch schaffen. Oh, schöne Zahl, 70.800. Okay. Ja, aber wenigstens habe ich jetzt die Gewissheit, dass wirklich immer 3 Schläge sind bei 100% Volltreffer. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Das ist ein kleiner Trost an der ganzen Geschichte. Ja, wir haben natürlich keine Superklinge, so wie ich im anderen Spiel, wo ich Paladin gemacht habe. Da hatte ich natürlich die übelste Klaue Belias. Mit 1000 Schaden. Da sind die Suchenden schon im zweiten Kapitel mit einem Schlag umgefallen. Beziehungsweise so die Stärke von einem Suchenden natürlich. Die Orks natürlich auch schon. Ein Schlag da mal hinüber. Zumindest die Krieger und die Schamanen waren da mit einem Hit weg. Für die großen Orks habe ich auch 2 gebraucht, aber das macht sich schon bemerkbar. So, hier ist nichts mehr los. Okay. Dann schauen wir mal hier rein. Und dann können wir auch gleich runterspringen hier, wenn hier nichts mehr weiter ist. Beziehungsweise Urschak sollte hier noch sein. Oder? Ja, er ist sogar noch da. Urschak, was ist nur los mit dir? Okay, ein gewagter Sprung. Oh, die Fauna ist ja auch ziemlich übersteuert, finde ich. Das sieht man ja gar nichts mehr. So, wo wollten wir gleich noch hin? Ach ja, in die Eisregion. Hätte ich jetzt beinahe wieder vergessen. Na? Ich glaube, hier waren wir im dritten Kapitel schon mal. Oder auch nicht. Ich weiß nicht, ob hier überhaupt im dritten Kapitel irgendwas nochmal respawnt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es den Leuten anscheinend noch so weit gut. Ich glaube, das ist nur so eine Standardfrage, oder? Wie läuft der Erzabbau? Das siehst du doch selber. Miserabel. Ja, das war nur so ein Standardding. Oh, ein Schütze. Okay. Nehmen wir uns den mal vor. Ich weiß gar nicht, warum hier überhaupt noch Orks leben. Dachte, wir waren hier schon. So ist natürlich die Frage, jetzt könnte ich die theoretisch ja angreifen, denn die Orks waren ja von dem Fluch noch besessen. Die sind ja jetzt nicht mehr, ja, besessen, wie auch immer. Die könnten wir ja eigentlich theoretisch fertig machen. Und da können wir gleich mal unsere neue Stärke erproben. Lieber wäre es natürlich echt gewesen, wir hätten irgend so eine hammerharte Rune jetzt, aber also ich krieg schon ganz schön noch auf die Mütze irgendwie.
Oh, da steht sogar noch ein Schütze. Hab ich auch nicht gemerkt gerade. Und wir müssen uns die schwere Wundenheilung noch besorgen. An Mana sollte es nicht mangeln. So. Oh, da kommen gleich die nächsten an. Da wünsche ich mir echt mal ein Char vom anderen Spiel her. Ich bin gerade mal überlegen, ob ich die überhaupt noch ausrauben soll. Ich glaube eher nicht. Nur wegen dem Gold eventuell, aber ansonsten eigentlich nicht. Ja, was denn? Ja, die geben mir irgendwie schon noch ganz schön auf die Mütze, die Orks hier. Hier ist ein noch vom Fluch besessener Ork gewesen. Okay. Wahrscheinlich nur so ein Leichenablagerungsplatz noch. Ach komm, wir rauben die schnell aus. Ist ja nichts dabei. Haben teilweise sehr gute Tränke auch dabei. Nichts zu holen. So, da war noch einer. Ja, die Drachenjagd, das wird, ich glaube, noch ganz schön spannend. Da müssen wir auch wieder ein bisschen was machen. Aber ich hoffe, dass da so ein paar Runen richtig anschlagen bei den Viechern. Ich dachte da so an Angst. Das scheint wohl einiges auszumachen. Und ansonsten werden die Biester halt einfach wie gewohnt mit Eiswelle eingefroren und dann ganz normal bekämpft mit dem Schwert. Das sollte eigentlich bei unserer Stärke ausreichen, glaube ich. Zur Not können wir hier Eiswelle kombinieren mit einer Ladung Feuerregen. Ich glaube, das wirkt auch ganz schön effizient. Oh, jetzt wird es mal spannender hier, der Kampf. Oh, ziemlich spannend sogar. So spannend, dass ich gar nicht abgespeichert habe die ganze Zeit. Jetzt muss ich mal gucken, wo das letzte Mal war. Ich glaube, das ist schon eine Weile her, oder? Oh, eigentlich habe ich gar keine Lust mehr jetzt gerade. Aber ich muss es tun. Oh. Also in so einem Fall hätte ich nochmal das Spiel sofort wieder beendet. Da bin ich einfach so. Oh, das war wirklich unser letzter Speicherstand. Ach, das regt mich jetzt gerade auf. Alles nur wegen euch Missgeburten, ich sag's euch. Was machst denn du da? Bist du denn jetzt bescheuert oder was? Am wenigsten hat der Schütze jetzt nicht geschossen. Der ist einfach... Er wollte wohl eine kleine Abkühlung gerade, ist uns fast ins Wasser gesprungen. Aber warum zerknüppeln mich die Orks jetzt so stark auf einmal? Das ist gar nicht so stark in Erinnerung. Wir haben doch, als wir den Außenring gemacht haben, haben wir doch auch mit gegen so viele Orks gekämpft. Da war das doch... Hä, wo kam das jetzt schon wieder her? Oh, kommt halt noch kurz her. Ja, Leute, weiß, vor 7 bin ich auch noch nicht so konzentriert hier beim Kämpfen. Da ist nichts zu holen. Nichts zu plündern. Da hat der Held doch nicht mal seinen Espresso-Einlauf hinter nichts sich. Nichts zu holen. Da ist er halt noch nicht so konzentriert drauf. Muss man mal verstehen hier. Und ich weigere mich jetzt nochmal abzuspeichern. Das funktioniert auch so.
Nichts zu holen. Nichts zu holen. Ja, das hat unseren Weltrettungsplan jetzt um ein paar Minuten zurückgeworfen, aber nicht so tragisch. So, gleich sind wir wieder auf dem aktuellen Stand. Und ich muss mal gucken, ob wir nicht eine andere Rüstung anziehen gegen die Orks erstmal. Weil das. Da ist nichts zu. Scheint mir noch, als ob ich da ziemlich viel abbekomme irgendwie. Nichts zu holen. Was haben wir denn da überhaupt für Rüstungen noch so? Vor Waffen 100. Ja, da ist die natürlich schon anders. Die Ork-Rüstung. Wir ziehen lieber mal die Ork-Rüstung an gegen die Orks. Dass die auch merken, dass wir gegen sie kämpfen. So, und natürlich habt ihr bestimmt gemerkt, dass wir kurz vor einer Jubiläumsfolge sind, nämlich die 200. Folge. Und so wie das natürlich ist, wird die 200. Folge auch wieder eine Special-Folge. Ich habe da auch schon den einen oder anderen Gast mit am Start, mit dem ich dann diese Folge machen werde. Das wird eine etwas längere Folge werden, vielleicht so ungefähr eine Stunde. Wo wir wieder ein bisschen über alte Zeiten palabern wahrscheinlich. Jede Menge Spaß haben, wo auch mal andere Leute hier spielen, nicht nur ich. Aber das kommt noch und ich bin gerade schon wieder furchtbar am Abgrüßen, ich weiß auch nicht. Irgendwie kann ich gegen die Orks nicht mehr kämpfen. Ja, aber was tut man nicht alles für knapp 600 Erfahrungen? Eine ganze Menge, würde ich sagen. Das ist nämlich nicht gerade wenig. So. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Ja, aber so langsam geht mir auch, von 370 Mana geht mir so langsam auch das Mana aus, muss ich sagen. Es ist die Heilung, die so viel zieht. So, jetzt nochmal. Ah, die kommen von hier oben auch. Oh, und da kommen immer ganz viele runter, deswegen verliere ich immer gerade so. So. Also mal gucken, der muss jetzt weg. So. Okay, hier war noch einer. Einer war noch. Ah, ein Schütze, ein Schütze. Ah, wir sehen natürlich den ungefährlicheren an. Eigentlich ist er ja selbst schuld, wenn er nicht verreckt. Wenn er immer den falschen Gegner anvisiert. Oh, da waren gerade drei Lederbeutel drin. Wow. Nichts zu plündern. So, und das heißt schon wieder aufladen und auch Mana aufladen diesmal. Denn das ist jetzt leer. Oh, das macht ja gar nichts mehr aus hier, diese Tränke. Hä? Okay. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Da war auch schon wieder so ein unsichtbarer Ork nochmal. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Mal sollten die eigentlich weg sein. So, das waren die letzten. Okay. Oh. Hier im Schläfertempel gibt es auch nochmal einen Respawn. Ich weiß aber nicht, ob der im dritten oder im vierten Kapitel war. Ich werde einfach erst im vierten Kapitel werden wir da hingehen und mal gucken.
Jetzt habe ich noch kein Interesse daran. Man muss auch nicht überall durchlatschen. Wichtig ist, dass wir es mal in die Eisregion noch schaffen. Da werde ich noch ein bisschen was machen. Vielleicht noch ein, zwei Stufen steigen und dann gehen wir so langsam aber sicher noch ins... Ah, wir gehen noch zu den Hütern kurz, schauen, ob wir da was lernen können. Und dann geht es aber wirklich an die Drachen. Das heißt, wir müssen das Auge Innos erstmal machen. Das habe ich auch noch gar nicht gemacht. Aber das ist ja sowas von unproblematisch eigentlich. Da hat uns das Spiel schon vor ganz andere Herausforderungen gestellt. Das Auge Innos ist nicht mehr so tragisch. Oh, das sind auch ganz schön... nicht wenige. Sehr schön. Sogar ohne was abzukriegen. Nein. Boah. Wie mies. Das habe ich gar nicht gemerkt. Na. Ah, er kommt nicht hin an den. Ja, das wird nichts. Ah! Rahmen, die Rüstung ist weg. Aber wo zum Geier kommt der her? Ja, ich sag mal so, wenigstens haben wir jetzt einen lustigen Rüstungsbug wieder. Obwohl ich den eigentlich ehrlich gesagt so lustig gar nicht finde. Meine schöne Rüstung ist grau. Ist doch blöd jetzt. Nichts zu plündern. Puh, was mache ich da jetzt? Warum ist denn diese Rüstung jetzt braun? Was? Warum fühle ich mich jetzt seltsam? Oh Mann, ich check das gerade irgendwie gar nicht mehr hier. Ja, wird glaube ich Zeit, den Part zu beenden. Irgendwas funktioniert hier nicht mehr so wirklich. Ach Gott, das gibt's ja nicht. Ich hasse diesen Ork da oben, echt. Kann ich denn nicht einfach hoch? Oder warum kommst du nicht einfach runter zu mir? Obwohl, bleib lieber oben. Jetzt versuche ich dir noch dahinter. So. Okay, hier wimmelt es noch total von Orks. Ich sage, wir machen diese kleine Gruppe noch schnell fertig und dann muss ich den Part beenden. Boah, da unten sind auch noch welche. Ach, auch schon gemerkt, Herr Anführer. Dass ich dir gerade deine Gruppe hier zerlege. Sehr schön. Hm.
Das mit der Rüstung ist ja eigentlich schon ganz witzig, aber ich kann es gerade ehrlich gesagt nicht so wirklich brauchen hier. Ah. So, das kleine Krüppchen machen wir noch und dann cutten wir den Part, würde ich sagen. Machen dann nächstes Mal weiter. Jetzt war es auch gerade ziemlich ruckelig. Wahrscheinlich ist mein Fraps schon wieder voll hier. Na gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Part. Tschüss und bis gleich.